Akustik, es hat eine Schallquelle, die Schall erzeugt. Der Schall breitet sich in kugelförmiger Gestalt um die Schallquelle aus normalerweise. Im Freien ist das eine ganz klare Sache. Die Intensität des Schalls nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab, weil die Schallenergie, die die Quelle liefert, auf eine immer größere Kugeloberfläche sich natürlich verteilen muss. In einem Raum ist das was anderes. Da ist die Schallenergie quasi eingesperrt. Auch dort gibt es einen direkten Schall, der von der Schallquelle zu einem Zuhörer geht. Sie sehen das hier auf diesem Bild. Da spielt eine Geige auf dem Podium. Es ist ein einziger Zuhörer da, habe ich heute mehr Glück. Und da sehen Sie den direkten Schall, die kürzeste Verbindung zwischen dem Solisten oder dem Musiker und dem Zuhörer. Das ist der Verlauf des Direktschalls. Dieser Direktschall nimmt aber mit dem Quadrat der Entfernung ab. Je weiter hinten man im Saal sitzt, je geringer ist die Intensität vom Direktschall. Nun, die Schallquelle strahlt kugelförmig ab, nicht bei allen Instrumenten, bei einer Trompete natürlich, mit dem Schalltrichter ist es eine gerichtete Schallabstrahlung. Hier bei der Geige, die strahlt ungerichtet ab, folglich trifft der Schall auch auf die Wände und dann treten beim Zuhörer, abhängig vom Ort, wo er ist, eine erste Reflexion ein, einfach die erste, die über die Wand läuft. Dann kommt eine zweite, Sie sehen, hier geht der Schall bis zur Decke. Diese Reflexionen, die dann natürlich weiterlaufen, werden immer dichter, füllen den Raum mit Schallenergie. Und das Ganze nennt man dann das diffuse Schallfeld im Raum. Der Schall kann ja nicht raus, er bleibt im Raum drin, wird dort aber absorbiert, je nachdem, wie die Wände absorbierend ausgestaltet sind, und klingt ab. Also wir haben hier einen direkten Schall, wir haben die ersten Reflexionen, die man nicht getrennt wahrnimmt, die sich zum Direktschall addieren. Es gibt einen Direktschalleindruck, das ist der direkte Schall plus die ersten Reflexionen, auch eine von der Rückwand übrigens, wie Sie hier sehen. Und das andere ist dann, das dritte ist das diffuse Schallfeld im Raum. Man nennt das auch Nachhall, weil das klingt ab. Da wird die Energie in den Raum hineingegeben, wird zunehmend absorbiert und das Charakteristikum ist die Nachhallzeit, also die Zeit, die es braucht, bis der Schall unhörbar abgeklungen ist. Physikalisch gesagt handelt es sich hier um einen Wert von 60 dB. Und das ist ungefähr das, was man hat bei einem Forte in einem Raum, bis der Schall, der diffuse Schall, unter die Gehörschwelle absinkt. Also in einem Raum haben wir diese Erscheinungen und Sie sehen, der Direktschall nimmt ab mit der Entfernung. Der Diffusschall ist im ganzen Raum, in einem guten Raum, überall gleich groß. Der Ort, wo der Diffusschall und der Direktschall gleich stark sind, in einem bestimmten Abstand von der Schallquelle, das nennt man Hallradius. Und jetzt ist die Sache so mit diesem Hallradius. Innerhalb des Hallradius hat der Raum weniger Bedeutung, dominiert der direkte Schall, der nimmt ja aber ab. Und wenn man weiter draußen im Raum ist, sitzt man eigentlich primär im diffusen Schallfeld drin. Das ist etwas anderes, als man es von den Aufnahmen her kennt. Mikrofone stellt man immer innerhalb vom Hallradius auf. Der Dirigent, das Orchester selbst sitzt innerhalb vom Hallradius, die hören als sich mit Direktschall dominiert. Der Dirigent steht auch innerhalb des Hallradiuses. Die Zuhörer, die Konzertbesucher, aber vielleicht von der vierten, fünften, sechsten Reihe an, sind immer im dominierend diffusen Schallfeld. Und das wird natürlich nicht nur von dem dominiert, was die Schallquelle abgibt, sondern auch von den Eigenheiten des Raums. Wie klingt das ab? Klingen die Tiefen
langsamer ab als die hohen. Also das ist dann die Klangfarbe des Raums. Und gute Konzertsäle, das bedeutet nicht, dass der Direktschall gut ist. Gute Orchester bedeutet, der Direktschall ist gut. Gute Räume, da ist der Diffusschall gut. Okay, das ist also im Prinzip mal kurz, was in einem Raum geschieht. Und mit diesen Verhältnissen müssen wir uns befassen, weil die abendländische Musik ist eine reine Raummusik. Im Gegensatz zur afrikanischen Musik, das ist eine Musik, die im Freien praktiziert wird. Und der einzige Grund ist ein klimatischer. Bei uns kann man einfach nicht im Freien musizieren und vor allem nicht während der Konzertsaison, die ja primär im Winter stattfindet. Also unsere Musik ist eine Raummusik, ist in Räumen entstanden, wird in Räumen aufgeführt und nach dem, was ich jetzt gesagt habe, ist Raum einfach von großer Bedeutung, die Ausgestaltung des Raums auf das, was man im Konzert hört. Jetzt kann man auch einfach sagen, in einem Saal dieses diffuse Schallfeld, das ist die akustische Umgebung. Und unser Gehör ist ja so, dass wir die akustische Umgebung immer 360 Grad aufnehmen können. Wir stecken immer mitten in einer akustischen Umgebung, heute mehr als früher, weil wir in einem lauten Zeitalter leben. Das ist ganz schrecklich. Ich wohne in den Bergen, aber da ist der Bach, den ich höre, also da ist es auch nicht still. Ich habe auch da eine akustische Umgebung und die braucht man irgendwie, um sich wohlzufühlen. Nur mit dieser akustischen Umgebung, da ist zum Beispiel bei Sprache, wird die Sache schwierig, bei Sprache muss man möglichst viel Direktschall haben. Also da darf man nicht eine deutliche, dominierende Raumakustik haben für Sprache. Reflexionen, diese, die Sie da oben sehen, und auch Hall wirkt sich immer negativ auf die Sprachverständlichkeit aus. Kann man in einer Kirche sehen, wenn man der Predigt zuhört. Die verstehe ich nicht. Irgendwie, vielleicht nicht nur ein akustisches Problem, aber auch ein akustisches Problem. Bei Musik, da sieht die Sache anders aus. Da gehören die Reflexion und der Hall einfach dazu. Und das hat dazu geführt, dass einfach die Instrumente entsprechend gebaut worden sind. Die haben ja eine lange Entwicklung hinter sich. Das ist nicht wie heute, wo jedes halbe Jahr ein neues iPhone rauskommt. Eine neue Geige kommt nicht jedes halbe Jahr raus. Das waren ein paar hundert Jahre Entwicklung bei allen Musikinstrumenten. Und die sind in Räumen optimiert worden über eine lange Zeit hin. Und entsprechend sieht es beim Orchester aus. Sie wissen ja, ein Sinfonieorchester, groß besetzt, 16 erste Geigen. Aber nur eine erste Flöte und die sitzt erst noch hinten. Das hat nur mit der Raumbeschallung zu tun und sonst eigentlich mit nichts. Die Orchester sind ebenfalls in Räumen entstanden. Und zwar eben in Räumen, die sich im Verlauf der Zeit verändert haben, was dann auch zu Veränderungen der Orchestergröße geführt hat. Okay. Wenn man jetzt den Raum so anschaut, dann kann man eigentlich sagen, dass der Raum das Gehäuse für die Musik ist. Also Musik findet immer im Gehäuse Raum statt. Man hat nicht nur das Musikinstrument, sondern man hat eben auch noch den Raum als zugehörig. Und jetzt ist etwas interessant. Der britische Akustiker Hope Bechnell, der ist 1979 gestorben, der teilte die Akustik von Räumen in zwei Gruppen ein. Nämlich Räume mit einer Freifeldakustik, also wie im Freien, die stark gedämpft sind. Also Räume, die sehr absorbierende Raumbegrenzungsflächen haben. Also Freifeldakustik, Akustik im Freien. Und Akustik in einem Aufführungsraum mit deutlich hörbarem Nachhall. Und das ist eigentlich die Akustik einer Höhle. Also der hat Höhle,
und im Freien. Und hat dann auch gesagt, Musik, das ist die Sache der Höhlenbewohner, der Troglodyten. Ich bin ein Troglodyt, muss ich ehrlich sagen. Es gibt dann aber auch Nomaden und Zeltbewohner, die im Freien sind. Und das sind die Leute, die Musik, mit Musik nicht so viel zu tun haben, aber unter Umständen mit Sprechtheater. Die erste Ausführung praktisch dieser Unterteilung war dann zum Beispiel für die Freifeldakustik das griechische Amphitheater. Das war so aufgebaut, dass jeder Zuhörer möglichst viel Direktschall bekommt. Mit dieser Staffelung zeige ich es hier nicht, es geht nicht darum. Und aus diesem Amphitheater ist das Sprechtheater entstanden. Und wenn Sie Theater anschauen, das sind Hufeisentheater mit sehr geringer Nachhallzeit. Also in einem Theater kann man eigentlich Musik nicht aufführen. Und in einem Konzertsaal könnte man ein Theaterstück auch nicht szenisch nicht aufführen. Die Höhlenakustik, da ging die Entwicklung von der Höhle zu den Kirchen. Und unsere abendländische Musik ist in den Kirchen eigentlich entstanden. Und aus den Kirchen ergaben sich dann die Aufführungsräume für Musik, die Konzertsäle. Das kommt also von der Höhle her. Ganz interessanter Gedankenfall, ganz interessanter Gedankengang. Wobei, da gibt es noch etwas, es gibt ja noch die Oper und das ist ein Sonderfall. Und Opernhäuser, die haben eine Akustik, die eher den Sprechtheatern als den Konzertsälen ähneln. Also stark gedämpft. Sie wissen ja, das Hufeisentheater mit den Logen, das Publikum ist quasi an den Wänden aufgehängt und das absorbiert, das ganze Parkett absorbiert auch. Also die Schauspieler und die Sänger in der Oper singen eigentlich in so eine Absorbierungsgeschichte hinein. Also das ist der Sonderfall der Oper. Beim Sonderfall Oper im Zusammenhang mit Musik gibt es dann nochmal den Sonderfall Wagner. Auf den werde ich auch kommen, weil das Festspielhaus Bayreuth hat eine Konzertsaalakustik und nicht eine Sprechtheaterakustik. Ich bin froh, ist das nicht mein Handy. Okay, nun, das war also dieser Akustiker Bechner, der das so formuliert hat. Dann ein weiterer Akustiker, Sabine, Sie haben den Namen vielleicht schon gehört, das ist der Begründer der modernen Raumakustik, der statistischen Raumakustik. Der hat nämlich als erster alle diese Reflexionen, aus denen sich der Nachhall zusammensetzt, hat er statistisch betrachtet. Er ist nicht den einzelnen Reflexionen nachgelaufen. Das werden dann mit der Zeit auch zu viele, sondern er hat das einfach von der Energieseite her gebracht, Energie in den Raum und die klingt ab. Und der hat sich auch mit diesen Sachen beschäftigt. Er hat zum Beispiel ein Paper, gibt es von ihm, mit dem Titel Melody and the Origin of the Musical Scale. Da hat er eine These aufgestellt, die jeweilige akustische Umgebung hatte einen wesentlichen Einfluss auf die Komposition und die Aufführung. Sie bestimmte weitgehend die Art der Musik. Ja, ich lese jetzt ja vor und zitiere, sonst könnte ich flüssig weiterreden. Es macht einen Unterschied, ob die Menschen in Häusern aus Stein oder Holz lebten, das ist also bei uns der Fall, oder ob sie im Freien oder im Zelt lebten, also die Nomaden Afrika. Ob es sich also vom Charakter her um Höhlenbewohner oder Nomaden handelte, habe ich auch schon gesagt. Im ersten Fall, also bei den Höhlenbewohnern, dominiert die Melodik, im zweiten Fall die Rhythmik. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, in Afrika wird getrommelt, sonst habe ich da vielleicht schon wieder irgendein Gesetz verletzt. Aber es ist natürlich so, die afrikanische Musik ist primär rhythmisch, unsere ist primär melodisch. Und die Schlussfolgerung von Sabines für die abendländische Musik lautete, der jeweilige Baustil, der sich im Laufe der Zeit änderte, beeinflusste wesentlich die Entwicklung der Musik. Also es wurden immer zuerst Räume gebaut und dann hat man da drin Musik gemacht. Der umgekehrte Weg war nicht üblich bis zum Jahr 1900.
Also haben die Komponisten und auch die Interpreten immer eine akustische Situation vorgefunden, für die haben sie komponiert und in dem haben sie auch interpretiert. Und es war jeweils eine akustische Umgebung gegeben, die den Charakter der Musik bestimmt. Und die Akustik ergab sich aus der jeweiligen Architektur. Also die Entwicklung der abendländischen Musik wurde von der Entwicklung der Architektur bestimmt. Nicht der Akustik. Akustik war die Folge der Architektur. Weil das hat man nicht bewusst gemacht. Okay, jetzt konkret zur Musik. Und da kann man eigentlich sagen, um es mit einem Satz zu charakterisieren, Musik für die Architektur. Die Musik wurde für die Architektur komponiert. Und da gibt es natürlich als erstes die Kirchen, wo die Musik entstanden ist, und zwar die Gregorianik. Und diese Kirchen sahen so aus, das ist der Kölner Dom, die waren riesig, überhaupt nicht schallabsorbierend ausgestaltet, mit einem langen Nachhall von 4, 5, 6 Sekunden. Gregorianik kennen Sie ja, einstimmiger Gesang getragen, unortbar in der Kirche, den ganzen Raum füllend, mit der Funktion der Beeindruckung. Ich meine, das war dann im Zusammenhang mit der Messe. Die Messe, da versteht man die Worte ja auch nicht. Muss man auch nicht verstehen, man kennt sie ja. Und das war eigentlich primär eine Beeindruckungsfunktion. Und diese Gregorianik in dieser sehr hallenden Akustik war einstimmig. Der Diffusschall hat alles bestimmt, also der Raum und nicht nur die Stimmen. Und eben die Funktion dieser Musik war Beeindruckung, dann noch zusammen mit Weihrauch und so weiter. Aber also das ging da primär um Stimmung. Gut. Die Gregorianik ist dann auch mehrstimmig geworden, aber immer noch getragen. Und das hat eigentlich nicht so furchtbar viel geändert. Bis zur Reformation. Die Reformation, da ging es ja um etwas anderes. Da ging es nicht um Beeindruckung, sondern um Wortverständlichkeit. Da wurde gepredigt und da musste man jedes Wort verstehen. Und die Akustik dieser Kirchen war da total ungeeignet, weil man hat es nicht verstanden, akustisch nicht verstanden. Die Kanzel wurde dann in die Mitte der Kirche gelegt, dass es näher bei den Leuten war, dass die Distanz nicht so groß war. Aber trotzdem waren die Kirchen zu hallig und da hat man während der Reformation den Nachhall in den Kirchen weggedämpft, indem man Draperien und Teppiche und Vorhänge aufgehängt hat, sieht man heute nicht mehr. Das war aber damals, weil die Wortverständlichkeit stand im Vordergrund. Und da gibt es ein Beispiel, die Thomaskirche in Leipzig, die Kirche von Bach. Zu Bachs Zeiten hatte die eine Nachhallzeit zwischen 1,5 und 1,6 Sekunden, also sehr kurz, noch kürzer eigentlich als heute ein Konzertsaal. Man sieht hier diese Draperien nicht. Und für diese Kirche hat Bach ja komponiert, zum Beispiel die Hammelmesse, die Matthäus-Passion. Und die könnte so gar nicht komponiert worden sein für den Kölner Dom, weil man die Melodiefolgen und die ganze Polyphonie und auch die Fugen, den Fugenaufbau, hätte man nicht erkennen können in diesem Hall. Das brauchte eine trockene Akustik. Und die würde es natürlich heute noch brauchen. Nur, es ist interessant, ich komme jetzt auf Basel, da werden diese Sachen in Münster aufgeführt, in der total falschen Akustik. Ich habe in Basel einmal die Matthäus-Passion im Musiksaal, das ist der Konzertsaal von Basel, gehört. Das war faszinierend, man hat viel mehr gehört. Das wäre eigentlich der richtige Aufführungsort mit wenig Nachhall. Müsste auch bei den Aufnahmen gelten, aber heute muss das einfach pompös und riesig irgendwie sein, aber es ist falsch. Also dieses Bild hier, das ist jetzt ein Schwarz-Weiß, eine Zeichnung, so sah die Kirche zu Bachs Zeiten aus.
1882 wurde sie modifiziert, nämlich auf den Stand von Forbach zurückgeführt. Also die Draperien wurden weggeführt. Heute ist die Thomaskirche nicht mehr im akustischen Zustand wie zu Bachs Zeiten. Das ist ein Fehler, aber es ist jetzt so. Und ich war in der Thomaskirche drin. Der Nachhall ist, wie er halt in einer Kirche ist und nicht so, wie er zu Bachs Zeiten war. Also gut, Thomaskirche Leipzig, 1,6 Sekunden Nachhall. Und die Matthäus-Passion, um es zeitlich einzuordnen, das war im Jahr 1727, wurde die Uhr aufgeführt. Und damals, Bach hat für diese Kirche komponiert. Er musste ja auch sehr rasch komponieren. Und damals war die Welt natürlich noch nicht so globalisiert. Von jedem Komponisten wurden die Werke mal primär am Ort aufgeführt, wo der Komponist tätig war. Heute ist das anders. Heute ist das weltweit verbreitet. Damals hat wirklich jeder Komponist für diese jeweilige Akustik seines Raumes komponiert. Also das war jetzt Bach. Ich nehme jetzt als nächstes Beispiel Klassik. Bei der Klassik, da nehme ich dann mal als Beispiel Haydn, weil das ist das beste Beispiel für einen Komponisten, der wirklich immer für seine Räume komponiert hat. In der Klassik kamen dann die ersten, im Zusammenhang mit der Klassik, Konzertsäle auf. Das waren Rechtecksäle, sogenannte Schuhboxes, Schuhschachtelsäle. Alle alten Säle sind so. Diese ersten Reflexionen, können Sie sich erinnern ans erste Bild, diese frühen Reflexionen, die den Direktschalleindruck verstärken, die trafen beim Zuhörer immer halt von etwa 5 bis 35 Millisekunden ein. Also mit einer Verzögerung von 35 Millisekunden, was einer Laufzeit des Schalls von 10 Metern entspricht. Also die Differenz zwischen dem Direktschall und der ersten Reflexion lag unterhalb von 10 Metern und das war psychoakustisch richtig, weil das wird von uns vom Gehör getrennt aufgenommen, aber im Computer zusammengerechnet als Direktschalleindruck. Und der Nachhall hatte einfach die Zeit, die vom Baustil vorgegeben war. Man hat sich nicht um Akustik gekümmert. Baustil, das hieß meistens feste Außenmauern, dann Strohmatten mit Gips drauf. Das war eine ziemlich schwache Schallabsorption, aber es waren ja sämtliche Flächen bedeckt, also großflächig wurde absorbiert mit kleinem Koeffizient. Und der Fußboden, das heißt, das Publikum war immer total absorbierend. Das ist also die Situation in einem Konzertsaal und in allen Konzertsälen im Prinzip bis zum Jahr 1900, wollen wir jetzt mal sagen. Haydn, Klassik. Gut, da könnte man Mozart nehmen, könnte man Beethoven nehmen, aber Haydn ist besonders interessant. Haydn hat 104 Sinfonien geschrieben. Und die hat er zum Teil in Eisenstadt geschrieben für den Fürsten Esterhazy. Gab es 2 Aufführungsräume, links der Haydn-Saal in Eisenstadt und dann der Music Room, also das ist Englisch, also der Musikraum im Schloss von Esterhazy. Dann die späten Sinfonien, die er ist ja nach London gegangen, die hat er in London komponiert, und zwar für den Hanover Square und King's Theater. Also das sind die Räume, für die Haydn komponiert hat, und jede Sinfonie von Haydn ist einem dieser Räume zuzuordnen. Ich mache das jetzt nicht, sonst ist mein Vortrag ausgefüllt mit 104 Sinfonien. Aber das können Sie sehr leicht auf dem Internet recherchieren, welche ist, und die unterscheiden sich im Charakter wirklich grundsätzlich. Er hatte für die frühen Sinfonien, das waren 11 Musiker. Bei den Londonern waren es im Hanover Square Room, hatte er ein Orchester von 35 Musikern
Und im King's Theater, die Symphonien, die er für dort geschrieben hat, hatte er 55 Musiker, also nach heutigen Begriffen keine großen Orchester. Aber der hat immer für den jeweiligen Raum, gut, jetzt kann man natürlich sagen, in Eisenstadt hat er nicht extra ein kleines Orchester genommen. Er hatte nicht mehr Musiker, das waren ja gleichzeitig Kammerdiener. Und anscheinend brauchte der Fürst Esterhazy nicht mehr Kammerdiener als 11, also war auch das Orchester halt dann 11. In London waren es dann natürlich Musiker, die ausschließlich Musiker waren, und da konnte er das Orchester entsprechend seinen Intentionen größer oder kleiner machen. Also, ich habe jetzt was Falsches gesagt. Im Heidensaal in Eisenstadt hatte das Orchester 16, nicht 11, 16 Mitglieder. Und im Esterhazy-Schloss, der ist zwar kleiner, aber da hatte er 18. Das hing vielleicht mit dieser Kammerdienerei irgendwie zusammen. Im Hanover Square eben 35 und im King's Theater nicht 50, sondern 59 Musiker. Und diese Symphonien unterscheiden sich auch im Charakter. Also durch was ist bestimmt dieser Charakter? Durch die Akustik. Und die Akustik war das Zufallsprodukt der Architektur. Um Akustik hat sich niemand gekümmert damals. Gut, nächste Stufe, Frühromantik, Stichwort Mendelssohn. Da war das alte Gewandhaus in Leipzig. Das stand, wurde gebaut 1780 und ist 1894 abgebrannt. Das ist überhaupt interessant, im 19. Jahrhundert hatten so Säle eine durchschnittliche Lebensdauer von weniger als 40 Jahren. Und dann sind sie irgendwie abgebrannt in der Zeit. Ja gut, es gab noch kein elektrisches Licht, also das war einfach die Brandgefahr war, und vielleicht war auch die Feuerwehr nicht so gut wie heute. Aber auf alle Fälle, das alte Gewandhaus, das sah so aus. Da musste ich natürlich so ein Bild nehmen, Fotografie gab es nicht und es ist ja wie gesagt abgebrannt, man kann es heute nicht mehr fotografieren. Das hatte einen Inhalt von 6000 Kubikmetern. Nur um kurz zu sagen, Musiksaal Basel hat 10.000 Kubikmeter, Tonhalle Zürich hat 12.000 Kubikmeter, also halb so groß. 1,3 Sekunden Nachhall voll besetzt. Also sehr kurzer Nachhall. Romantik, auch Frühromantik, wird heute hallig gespielt. Ist möglicherweise nicht adäquat. Und eine lustige Sache, Sie sehen das Publikum, die Bänke waren längs. Die Leute saßen also quer zum Orchester und mussten, also wie wenn ich jetzt einen Vortrag da drüben halte, also das war einfach so. Das war das alte Gewandhaus, das irgendwie akustisch sensationell gewesen sein soll. Es gibt dann das neue Gewandhaus, da komme ich noch dazu. Das wurde im Anschluss gebaut, nachdem das alte abgebrannt war. Aber das neue ist auch nicht das jetzige neue, denn das wurde im Krieg zerstört 1945. Und jetzt ist ein moderner Saal da, der nichts mehr mit dieser Gewandhaustradition zu tun hat. Okay, also Frühromantik. Als nächstes kam dann eigentlich die Romantik, Stichwort Brahms, Wagner. Und da ist der typische Saal der Saal des Vereins der Musikfreunde Wien, also dieser berühmte Saal, da spielen die Wiener Philharmoniker. Dieser Saal hat 15.000 Kubikmeter, 1680 Plätze und eine Nachhallzeit von 2 Sekunden. Also ein riesiger Bruch zur Frühromantik. Und dieser Saal ist natürlich viel größer und das ist, weil einfach die Musik natürlich aus diesen ganzen Adelskreisen rausgekommen ist und eine Sache des Bürgertums wurde, da mussten die Säle größer werden. Beim Fürsten Esterhazy, da saßen seine Freunde und Bekannten drin. Und nicht das Bürgertum. Und da wurden die Säle größer.
Und mit diesem größeren Saal wurden die Orchester größer, automatisch. Die mussten vergrößert werden. Ich habe hier noch eine prototypische Sache. Jetzt müsste ich eine Flipchart haben. Die ist da, ja. Jetzt die ganz wesentliche Sache ist die, Sie sehen das hier oben, der Saal ist relativ lang. Wenn Sie den Querschnitt schauen, er ist relativ hoch, er ist höher als breit. Das ist eine wichtige Geschichte bei diesen Schulschaften. Lang und höher als breit. Und zwar aus einem Grunde. Da ist das Podium mit dem Orchester. Ich zeige Ihnen jetzt da einfach mal eine Schallquelle, eine einzelne Schallquelle ein. Da sitzt das Publikum. Direktschall zum Publikum. Erste Reflexion, die den Direktschall verstärkt und der dazu führt, dass auch hier hinten der Direktschallanteil oder respektive der Eindruck des Direktschalls nicht so sehr verschieden ist wie von vorn. Das heißt, hier hinten ist das zwar schwächer, das ist auch abgeschwächt, aber es addiert sich hier hinten zusammen. Also man hat mehr Direktschalleindruck, als man es erwarten würde. Das tritt aber nur ein, wenn der Saal nicht zu breit ist. Das muss innerhalb von 30 Millisekunden muss das hier eintreffen. Und was ganz wichtig ist, es muss eintreffen vor der Deckenreflexion. Hier ergibt sich eine Verbreiterung des Orchesters. Also ein Zuhörer, der hier sitzt, nimmt das Orchester natürlich so wahr, das ist klar. Und hier hinten ist natürlich visuell eine ganz enge Geschichte. Machen Sie mal, wenn Sie im Konzert sitzen und nicht vorne sind, sondern hinten die Augen zu. Das Orchester ist mit geschlossenen Augen breiter, als man es visuell wahrnimmt. Und das ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal eines Saales, dieses breite Orchester auch hinten, das halt so auf einfache Art und Weise nur mit einer Schuhschachtel zu bekommen ist. Wenn die wenn der Saal niedrig wäre und die erste Reflexion wäre die von der Decke, dann kommt da eine Monokomponente hinein, die die Breite natürlich kleiner macht. Ich sage das im Hinblick auf die neuen Konzertsäle, das wird dann noch dazu kommen. Also das ist das ganze Geheimnis dieser Geschichte. Das weitere Geheimnis ist einfach dieser Baustil mit den Wänden, die reflektierend sein müssen. Das sieht man hier. Die Balkone unterbrechen die Seitenwände nicht stark. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Sobald die Balkone in den Abmessungen dominieren, ist diese Situation nicht mehr möglich. Ihr seht, im Parkett ist das möglich. Die Wände sind frei. Und diese Reflexionen können auftreten. Okay, das ist also dieser berühmte Musikvereinssaal, der wirklich eine legendäre Akustik hat. Ich mache das ein bisschen in Anführungszeichen. Die Beurteilung dieses Saals, Bruno Walter, der Dirigent, komischweise, früher haben sich die Dirigenten irgendwie intelligenter geäußert als heute manchmal. Und Bruno Walter, der hat einfach gesagt, hervorragend für Klassik und Romantik, mit Sicherheit der beste Konzertsaal der Welt, hat Bruno Walter gesagt. Voller Klang, kräftige Bässe und hervorragend für hohe Streicher. Keine hohe Präsenz der Instrumente, das hat Karajan gesagt. Und das stimmt. Ich bin nie ganz glücklich in diesem Saal. Gut, ich habe eine Deformation professionell als Dommeister. Ich habe Ihnen ja gesagt, die Mikrofone stehen innerhalb des Hallradius. Also, und bei Stereophonie hat man ja keine akustische Umgebung. Also man nimmt bei den Aufnahmen immer deutlicher auf. Ja, die Aufnahmen sind immer viel deutlicher, als was man im Konzertsaal hört. Das ist auch notwendig, weil der visuelle Eindruck ja fällt bei Audioaufnahmen. Akustisch muss es deutlicher sein. Im Saal wird es verdeutlicht dadurch, dass man die Solisten sieht. Also wenn da die Klarinette ein Solo hat, sieht man ihn.
Und dann hört man ihn auch, weil man darauf achtet. Wenn man nur Audio hat, weiß man entweder, dass da ein Solo kommt, man hat die Partitur, oder sonst muss es einem wirklich auf die Stirne gedrückt werden. Und ich habe diese Deformation halt in Gottes Namen nach rund 5000 Aufnahmesitzungen, und mir ist dieser Saal zu diffus und zu indirekt. Es kommt noch was dazu, diese alten Säle haben in der Nachhallzeit, die ist nicht geradlinig, bei den hohen nimmt sie ja immer ab, die ist aber sogar tiefenbetont, und das gibt einen sonoren, vollen Klang. Das ist das Charakteristikum der alten Konzertsäle. Wird auch noch verstärkt durchs Podest, meistens Eichenboden, der mitschwingt bei den tiefen Instrumenten. Celli und Kontrabässe sind ja mit dem Stachel, mit dem Podium verbunden, und das strahlt aus. Ich kann mich erinnern, bei der ersten Renovation des Musiksaals in Basel hat man diesen Boden auf diese Bretter noch ein Parkett, eine Filzzwischenlage, ein Parkett drauf, und der Saal war nachher tot. Es hatte keine Tiefen mehr. Jetzt ist es wieder zurückgeführt worden. Man kann nicht mal sagen, die wussten früher, was sie machen. Sie haben es einfach gemacht, und es war okay. Und wenn jetzt damals schon ein Parkett auf dem gewesen wäre, hätte man die Kontrabässe möglicherweise anders besetzt oder anders gebaut, um diese tiefen Frequenzen zu haben. Ich meine, ich habe ja gesagt, 16 erste Geigen, und bei 8 Kontrabässen ist es meistens Schluss. Ist ja nicht einzusehen, wieso 8, nur 8 und da 16. Aber das ist der Grund. Okay. Also, das ist der Saal des Vereins der Musikfreunde, der unbestritten beste Konzertsaal der Welt. Nicht mein Urteil, aber das Allgemeine. Ja. Gut, gebaut wurde der übrigens 1870. Kurz darauf dann der Musiksaal Basel 1876. Also das war die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Da wurden alle diese legendären Säle gebaut. Erst während der Romantik mit den großen Orchestern. Ein weiterer legendärer Saal ist das Konzertgebäude Amsterdam, 1888 gebaut. Das ist ein großer Saal, 18.780 Kubikmeter. Also Musikvereinsaal 15.000, Konzertgebäude 18.780 und 2037 Plätze. Um nochmal zu sagen, 1680 in Wien. Nachhallzeit ebenfalls 2 Sekunden. Der sieht so aus. Interessant, ein riesiges Podium und hinter dem Orchester noch Bestuhlung. Da ist der Chor, wenn es einer hat, und sonst sitzt dort Publikum dahinter. Ein interessantes Detail ist, einzigartig auf der ganzen Welt, diese langen Treppen links und rechts. Also Dirigenten, der Solist, die müssen da diese Treppe runtergehen für einen Auftritt. Und was noch schlimmer ist, sie müssen auch wieder rauf. Und das ist eine ziemliche Geschichte. Das ist das Charakteristikum dieses Saals. Das ist jetzt einfach das Podest, da sieht man diese zwei Treppen, und das ist jetzt zusammen mit dem Chor. Einen Plan habe ich hier nicht, das ist auch ein normaler Rechtecksaal, da gibt es nicht sehr viel dazu zu sagen. Er ist in der Beurteilung hervorragend auf allen Plätzen. Das ist auch was, auf allen Plätzen. Es gibt Säle, die auch nur in gewissen Bereichen gut sind. Es ist ein Qualitätsmerkmal eines Konzertsaals, wie viele Plätze, wie groß der Prozentsatz der wirklich guten Plätze ist. Also hinten vor der Wand, ganz auf der Seite, ist es natürlich in keinem Saal gut. In dem ist der Bereich, wo die Akustik gut ist oder das Orchester gut hörbar ist, eben relativ groß. Der Saal ist eher tiefen- und mittenbetont, besonders geeignet für das romantische Repertoire, für das er ja auch gebaut worden ist. Also sonor, wirklich mit viel Tiefen.
Negativ muss man sagen, der Saal ist nicht sehr klar und eher dunkel. Also genau das, was ich eigentlich nicht möchte. Ich persönlich, ja. Deformation professionell. Und dann gibt es auch Bereiche im Saal, die weniger gut beurteilt werden. Ja, also hinter dem Orchester zum Beispiel. Also das ist natürlich, wenn man da hinter den Pauken und hinter den Trompeten sitzt, das ist natürlich wirklich nicht. Gibt es in Wien nicht, hinter dem Orchester sitze. Deshalb auch nicht diese Plätze, die Bereiche, die nicht gut beurteilt worden sind. Aber im Ganzen muss man einfach sagen, das positive Urteil, es ist positiv, aber nicht so eindeutig wie in Wien. Und das ist ja schon ein Bruch mit diesem Publikum hinter dem Orchester. In Wien sitzt das Orchester wirklich vor der Rückwand. Hier sitzt es isoliert mittendrin. Aber trotzdem ist er gut. Jetzt kann man ja auch die Schweiz bringen, weil der Musiksaal Basel war auch legendär. Sie sehen, einfacher Rechtecksaal. Die Balkone sind schmal und die Reflexionsflächen, naja, Sie sehen es, ich kann es hier nicht zeigen, die Reflexionsflächen fürs Publikum sind intakt für diese ersten Reflexionen. Der wurde gebaut 1876, 6 Jahre nach dem Musikvereinssaal und eigentlich in diesem Geiste. Die sind sich sehr ähnlich. Gut. Hervorragende Diffusität für die Saalgröße, optimale Nachhallzeit, warmer, voller Klang, höhenbrillant, gilt als akustisch bester Saal der Schweiz. Das galt vor der ersten Renovation. Die zweite habe ich nicht mehr mitbekommen, ich bin seither nicht mehr im Saal gewesen. Und der war, als ich dort reinkam zum ersten Mal 1961, wirklich unglaublich gut. Nach der Renovation war er kaputt. Ich habe da noch wortschöpferisch tätig war ich da. Ich habe da einen Artikel geschrieben, habe da 2 Worte, die jetzt mittlerweile doch ein bisschen Eingang bekommen haben in der Branche. Das erste war kaputt renoviert und das zweite war Akustikruine. Also da muss ich das Copyright für diese 2 Bezeichnungen für mich anmelden. Gut, das ist der Musiksaal Basel. Diese Beurteilungen, die ich jetzt hier sage, die gelten natürlich für die Zeit von vorher. Karajan hat gesagt, fantastisch für Mozart, klarer Klang, aber zu klein für große Orchesterwerke. Gut 10.000 Kubikmeter, nur gegenüber 15.000 in Wien. Und auch Wien gilt als nicht allzu groß, ideal 18.000 Konzertrebau. Gut, 1884 wurde dann das neue Gewandhaus gebaut und das sah praktisch aus wie Basel. Nähere Angaben gibt es nicht, aber es waren 15.000 Sitzplätze drin, in Basel 1448, also das war fast identisch das neue Gewandhaus, das aber 1945, wie gesagt, abgebrannt ist. Ich erwähne das nur, das war der letzte dieser Säle, die von Architekten oder Baumeistern gebaut worden sind und bei denen Akustiker nicht mit im Spiel sind. Und man kann eigentlich fast sagen, ein Qualitätsmerkmal eines Saales ist, dass kein Akustiker beteiligt war. Gut, jetzt möchte ich doch noch, so quasi ein bisschen als Abstecher, Opernhäuser. Ich habe ja gesagt, Akustik eines Sprechtheaters sehen auch so aus mit den Logen. Das ist die Oper in Budapest. Da waren wir 2 Jahre mal, haben da den Rosenkavalier auf Ungarisch gehört. Das war ein bisschen komisch, aber sonst war es gut. Also diese Oper hat 8.900 Kubikmeter Inhalt. Und eine Nachhallzeit von nur 1,2 Sekunden. Gut, das tönt jetzt nach unglaublich wenig. Aber ich war da zum Beispiel in der 4. Sitzreihe in St. Petersburg, da wurde Forza del Destino gebracht. Und das ist eine Oper, die ungefähr aussieht wie die hier.
Und das war ganz faszinierend, in dieser Trockenheit das zu hören, in dieser Klarheit und Trockenheit. Nicht mein Handy? Also, das hier ist ein typisches Opernhaus, ein gutes Opernhaus. Oberzürich sieht genau gleich aus. Hier sieht man die Grundrisse, diese Hufeisenform. Und was ja interessant ist, wenn man hier das unterste Bild schaut, der große Teil eines Opernhauses ist die Bühne, ist das Bühnenhaus. Das ist also hier doppelt so groß, mindestens doppelt so groß wie der Zuschauerraum. Und da gibt es natürlich etwas dazu zu sagen, da gibt es auch eine Akustik in dem Dings da drin. Und die ist ganz schrecklich. Wenn man mal bei einer Aufführung da im Bühnenhaus hochgeht, da wo die Kulissen dann oben hängen, das tönt grauenvoll dort hoch. Nur das kommt vorn nicht zum Bühnenportal raus. Die Sänger singen ja einigermaßen gerichtet in diesen Zuschauerraum rein. Und man hört das nicht. Wenn jetzt aber mal ein Konzert in einer Oper stattfindet, das Orchester ist auf der Bühne, da muss zwingend eine Muschel drüber gemacht werden. Sonst geht das ganze Orchester da raus und das tönt. Das ist also total unbrauchbar. Was man hier natürlich auch noch sieht, ganz unten, vielleicht kann ich ein bisschen was zeigen, sieht man das? Da ist der Orchestergraben, der Graben, Orchester sitzt ja im Graben. Und jetzt hat man natürlich drei Akustik-Dinge, die sich hier verkoppeln. Das Bühnenhaus, das man möglichst nicht haben will, das ja nur Aufbewahrung ist für die Kulissen, die man hochzieht. Dann gibt es eine Akustik im Orchestergraben, die ist für das Orchester wichtig und aus diesem Graben raus muss es dann in den Zuschauerraum kommen und dann die Akustik vom Zuschauerraum. Und das passt bei diesen Hufeisentheatern optimal zusammen. Also wenn man im Orchestergraben unten ist, das tönt ganz schrecklich dort. Und die Luft ist auch ganz schrecklich dort unten. Ja, gut. Okay, also so viel zum dem vom Freien, vom Amphitheater zum Sprechtheater und zur Oper entwickelten Geschichte dieser Opernaufführungsräume. Jetzt muss ich natürlich noch Wagner erwähnen. Den muss man immer irgendwie erwähnen. Das ist das Festspielhaus in Bayreuth dazu, Hörerraum. Und zu Wagner, das wissen Sie ja, ich sage es trotzdem mal, Wagner, dem ging es ja ums jeweilige Drama. Er wollte den Zuhörern, den Besuchern, Opernbesuchern, dieses Drama optimal vermitteln. Und von diesem Drama hatte er eine Vorstellung, also die Idee war das Drama. Er hat einen Text geschrieben, er hat das Bühnenbild gemacht, er hat die Musik dazu komponiert und er hat sogar das Festspielhaus für die Aufführung dieser Opern selber entworfen, mit einem Architekten zusammen. Aber das war nach seinen Wünschen. Und ihm ging es einfach um eine größtmögliche Intensität. Also er hat alles mit reingenommen, die bildende Kunst mit dem Bühnenbild, die Pantomime, die Handlung auf der Bühne, der Text und dann die Musik, die das Ganze stimmungsmäßig hingebracht hat. Und da musste er auch noch einen Aufführungsraum haben, der dazu passte. Wenn man das hier anschaut, sieht völlig anders aus als ein Opernhaus. Gehe jetzt mal weiter. Oben sieht man einen Plan, das Publikum, die Bühne, riesig, das Publikum keilförmig auf die Bühne zu. Fürs Visuelle, diese seitlichen Säulen ergeben eine Perspektive auf die Bühne zu. Wenn man die Bühne sieht, hat es zwei Bühnenportale, die zwei vorderen Dinger. Durch diese zwei Bühnenportale hat man das Gefühl, dass die Sänger näher stehen, als sie stehen und die wirken dadurch überlebensgroß. Das war der Eindruck. Alles geht auf die Bühne zu. Es ist dunkel im Saal.
Man sieht nur die Bühne und man sieht vor allem auch das Orchester nicht. Das Orchester ist hier im Orchestergraben versorgt. Und das ist abgedeckt, also man kommt da rein. 4:10 beginnt die Aufführung. Man ist drin, 4:00 werden die Türen geschlossen, da kommt man nicht mehr rein. Das bedeutet 1,5 Stunden. Erst Tag Götterdämmerung ist man dann draußen. Also man ist drin, ist eingesperrt und dann kommt die Musik aus dem Nichts. Es gibt keinen Applaus und nichts, man weiß es ja nicht. Das beginnt und dann ist man fasziniert, wie das in diesem Saal tönt. Also, Entschuldigung, wie es das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ich habe noch nie so etwas gehört wie in Bayreuth. Diese ganze Mischung, die Musik steht im Raum, weil die kommt. So sieht der Orchestergraben aus. Der geht nach unten. Er heißt auch der mystische Abgrund, wird er genannt. Ja, hier, das ist die Abdeckung Richtung Publikum. Da ist der Dirigent. Den sieht man nicht. Da ist die Bühne. Die Musiker sehen die Bühne nicht, nur der Dirigent. Und das zu synchronisieren ist sehr schwierig. Zu Wagners Zeit war hinter dem Kopf des Dirigenten eine kleine Klappe hier drin. Und da hat Wagner dann dem Dirigenten jeweils gesagt, was er zu machen hat. Heute geht es natürlich mit Telekommunikation. Aber das ist weiterhin nötig, weil es ist nicht möglich, von dort aus alles richtig zu kontrollieren. Da sitzt das Orchester. Die Geigen sitzen rechts und nicht links, spielen hier gegen diese Kante da oben und von da wird es in den Raum reflektiert. Der ganze Schall kommt also als Mischklang zu dieser Öffnung und das ist sensationell. Und das hat er gebaut und man muss sagen, Wagner kann man im Prinzip nur in Bayreuth aufführen. Aber in Bayreuth könnte man einen Verdi nicht aufführen, weil der braucht einen Sprech. Theater, Akustik. Übrigens spannend, die Pauken, die sitzen ganz unten sitzen die Pauken. Und das kommt wunderbar vermischt hoch. Also nur um zu sagen, da kann man nun sagen, Architektur, nicht mal Architektur für die Musik, sondern Architektur für das Werk, weil auch die ganze Konzentration auf die Bühne hin. Und die ganze Mischung ist so, die Sänger sagen, das ist mühelos zu singen dort. Sie werden vom riesigen Orchester nicht zugedeckt. Also das ist das einzige Beispiel von einer wirklich genialen Geschichte, die dem Werk voll gerecht wird. Ich meine, Wagner hat ja auch, Parsifal durfte ja nur dort aufgeführt werden. Erst nach seinem Tod wurde es dann auch anderswo aufgeführt. Also so viel noch zu Wagner, zum Sonderfall Wagner, der muss erwähnt werden. Da ist also nicht die Architektur und der Baustil bestimmend für seine Musik. Er hatte seine Vorstellung und hat das Haus gebaut, als erster und vielleicht auch nahezu als einziger. Okay, Bayreuth, jetzt nächste Stufe. Ungefähr im Jahr 1900 war diese Periode abgewickelt, wo die Architektur die Akustik bestimmt hat und die größer werdenden Säle die Entwicklung des Orchesters und der Instrumente weitergeführt hat. Alles war eigentlich fertig. Die Geige ist seither nicht mehr verändert worden. Auch Steinway-Klavier ist seit 1902 im Prinzip nicht mehr verändert worden. Da gibt es einfach nichts mehr zu verbessern. Also diese Entwicklung ist abgeschlossen. Gleichzeitig kam um 1900 herum natürlich auch die Möglichkeit für andere Bautechniken auf, Eisenarchitektur, Beton, Eisenbeton. Und plötzlich war eine vollkommene Freiheit da, wie man bauen will. Früher blieb nichts anderes übrig im Prinzip als Kuppeln oder Rechteckräume zu machen. Jetzt konnte man plötzlich alles machen. Und der erste Konzertsaal, der von einem Akustiker wesentlich mitbestimmt worden ist, denn das musste nun sein, weil vom Baustil ergab sich nicht mehr automatisch die Akustik. Um die musste man sich jetzt kümmern. Das war die Boston Symphony Hall
und der Akustiker war Sabine, also der Begründer der Raumakustik. Und das ist interessant. Dieser Saal ist ein ganz normaler Rechtecksaal. Er hat eigentlich das beibehalten, was vorher war, bautechnisch anders, nicht mehr Strohmatten mit Gips drauf, sondern gedochte Eisenbleche mit Gips drauf. Die Balkone sehr schmal, dass die Reflexionen erhalten geblieben sind. Und dieser Saal, gebaut 1900, der steht heute noch und wird benutzt, also ist legendär, ist groß, hat 18.740 Kubikmeter Inhalt, ist also gleich groß wie das Konzertgebäude. 2.625 Plätze und 1,8 Sekunden Nachhallzeit, also ein bisschen kürzer. Sir Adrian Bolt hat gesagt, als Urteil klarer, lebendiger, warmer, brillanter und lauter, nicht überlauter Klang, hervorragend ausbalancierter Orchesterklang. Dieser Saal war größer und war breiter als der Musikvereinssaal, wenn man sich an dem orientieren will. Und da musste etwas gemacht werden, wenn Sie hier vorne schauen. Das ist der Orchesterbereich da, das Podium. Der ist eingeengt, ist so quasi in einer Art Muschel drin. Sie sehen das auch hier. Und das ist eigentlich eine wichtige Sache, weil das Orchester muss sich auch hören. Man muss sich auch um die Akustik im Orchesterbereich kümmern. Und wenn das zu breit ist, dann können sich die Musiker nicht mehr hören. Es war damals der große Sendesaal in Hannover, der war sehr breit. Und da mussten die dann extra Wände aufstellen ums Orchester, weil die saßen so isoliert und offen da und haben sich nicht gehört. Also das war der erste von einem Akustiker konzipierte Saal, ist ebenfalls legendär. Und dann wurde diese Entwicklung unterbrochen. Da hätte man eigentlich eine Denkpause machen müssen und hätte sich überlegen müssen, was für einen Stellenwert und wie situiert sich jetzt ein Konzertsaal in diesem ganzen Musikleben. Es ist vollkommen klar, bei den Musikinstrumenten, die sind museal. Eine Geige sieht aus wie zu Stradivarius-Zeiten, die ist aus Holz, es gibt jetzt auch aus Carbonfasern, hatten aber gar keinen Erfolg. Kein Mensch denkt dran, einem Konzertflügel eine andere Form zu geben. Gut, Udo Jürgens hat einen aus Plexiglas gemacht, aber das war ein Einzelstück, das hat sich nicht verbreitet. Also bei den Musikinstrumenten ist vollkommen klar, das ist museal, die werden nicht modernisiert und verändert. Jetzt ist die Frage, was macht man mit dem Konzertsaal? Und ich habe da ein bisschen einen fundamentalistischen Standpunkt. Ich finde, der Konzertsaal muss genauso museal sein wie die Musikinstrumente. Denn die Musik ist ja auch. Die Orchester, das ist alles 19. Jahrhundert, also müssen die Säle 19. Jahrhundert sein. Sind sie aber nicht. Und wenn man hier jetzt mal die Sache, Moment, anschaut, dann könnte man ja annehmen, dass die neuen Säle mit dieser vollkommenen Freiheit in der Ausgestaltung und in der Raumform, dass man hier Architektur für die Musik machen würde. Also ich überlegen müsste, wie muss dieser Saal sein, dass die Akustik für die Musik stimmt. Das war bei der Berliner Philharmonie, die 1963 fertig gebaut war, vom Architekten Scharoun, eigentlich auch das Ziel. Er hat es quasi so ausgedrückt, die Musik im Zentrum. Hat diese Philharmonie gemacht, die sieht man hier. Ja, es ist, was mal sicher ist,
ist, das Orchester ist im Zentrum. Ob die Musik da im Zentrum ist, ist eine andere Frage. Er hat dann den Begriff visueller Konzertsaal geprägt. Er wollte die Leute möglichst nahe beim Orchester haben. In einem großen, langen Rechtecksaal sind natürlich die Hinterplätze weit weg. Da sieht man nicht viel. Er hat das umgedreht, dass sogar hinter dem Orchester noch sehr viele Leute sitzen, die den Dirigenten dann von vorn sehen. Also müsste man sagen, Orchester im Zentrum. Das war sehr umstritten, die wollten das zuerst nicht bauen. Dann hat sich Karajan mit seinem ganzen Gewicht in diese Diskussion eingeschaltet und eigentlich ist dieser Saal Karajan zu verdanken, dass er so gebaut worden ist. Ohne Karajan, wenn der Knappertsbus Chefdirigent gewesen wäre, wäre der nicht gebaut worden, schätzungsweise. Bei Karajan schon, und man muss eigentlich sagen, Charun hat Karajan ins Zentrum gesetzt. Und man sagte dem am Anfang auch Circus Karajani. Also gut, wenn man jetzt die Sache anschaut, so sieht das aus, ein einsamer Flügel hier, Publikum hinter dem Orchester, die Größe 21.000 Kubikmeter, also massiv, 2.218 Plätze, wobei 300 sind hinter dem Orchester und auf jeder Seite hinter dem Orchester nochmal je 300. Also 900 Leute sitzen hinter dem Orchester und da möchte ich zum Beispiel nicht sitzen. Gut, jetzt gab das natürlich akustische Probleme. Auch diese Seitenwandreflexion, die gibt es hier einfach nicht. Gut, das Publikum ist näher, aber diese Reflexion gibt es nicht. Akustiker war Krämer, Lothar Krämer, einer der führenden Raumakustiker und der war zum Glück bei dem Projekt ziemlich von Anfang an mit eingebunden und hat vielleicht das Schlimmste verhütet. Er hat sich aber auch sehr pessimistisch eigentlich geäußert und hat gesagt, es gäbe nicht einen einzigen neuen Saal, wo der Akustiker nicht Wesentliches anders gemacht hätte, wenn er von Anfang an dabei gewesen wäre. Und jetzt kommt so ein Problem. Heute macht der Architekt ein Projekt und das wird bewilligt. Und dann braucht es da natürlich Licht drin, es braucht Lüftung drin, es braucht diese ganze Infrastruktur und da kommen dann natürlich irgendwelche Expertenberater für die Lüftung, fürs Licht und auch für die Akustik. Also das hat dann die Stellenwert, die Akustik, und kommt erst in einem Zeitpunkt rein, wo man sich um die Lüftung kümmert. Und da ist natürlich alles zementiert und fertig und die Akustik ist dann halt, wie es ist. Hier ist es noch einigermaßen gut rausgekommen, aber legendär ist die Akustik überhaupt nicht. Und das wird nie verglichen mit irgendeinem alten Saal. Nur ein Saal, wo natürlich damals die Berliner Philharmoniker mit Karajan gespielt haben und mit den besten Solisten, das ist natürlich was. Es gibt ja nicht nur den Raum, es gibt auch alles andere noch. Gut, das Dumme ist, also das war mal dieser Saal von Charun und leider wurde der halt als Beispiel genommen für weitere Säle. Da wurden plötzlich Säle in dieser Art und Weise gebaut. Zum Beispiel dieser Saal im Kulturzentrum am Gasteig in München. Also da sieht man noch mal kurz die Philharmonie, wie die aufgebaut ist, mit Grundriss und Seitenriss. Also hat nichts mehr mit dem alten Rechtecksaal zu tun und alle diese akustischen Gesetzmäßigkeiten sind nicht vorhanden. Etwas muss ich vielleicht dazu noch sagen, diese Reflexionen, die ja wegfallen auf der Seite, die braucht es einfach. Die hat man jetzt einfach gemacht, indem man über dem Orchester Reflektoren aufgehängt hat. Und für die, die hinter dem Orchester sind, hat es Reflektoren, die Streicher dann nach hinten reflektieren. Aber mit dem Effekt dieser Monokomponente, also keine Verbreiterung, eine Verschmälerung. Es wurde dann gesagt, dafür sehen Sie den Dirigenten von vorn. Das ist das Kulturzentrum am Gasteig. Da sitzt niemand hinter dem Orchester.
aber doch links und rechts da oben. Und da ist die Akustik so katastrophal, dass Bernstein ein Konzert dirigiert hat und dann hat er gesagt, burn it, verbrennt ihn. Und hat nie mehr da drin dirigiert. Und Sally Bidacke hat gesagt, für welche Sitzreihe wollen wir heute spielen? Weil an jedem Bereich ergab sich eine andere Mischung. Also lange Rede, kurzer Sinn, Katastrophe. Jetzt soll der demoliert oder abgerissen werden und total ein neuer Konzertsaal in München gemacht werden. Das ist aber auch nach dem Beispiel von diesem visuellen Konzertsaal gebaut worden. Gut, jetzt, das ist der Grundriss, hat nichts mehr mit einer Schuhschachtel, die einzig und allein richtig ist, zu tun. Gut, jetzt kommt natürlich das noch, das muss man ja erwähnen. Oper Sydney, das hat natürlich mit Akustik überhaupt nichts zu tun, da diese Muscheln, also das ist jetzt einfach äußerlich nur zu sagen, und das ist ja wirklich ein architektonisches Merkmal von Sydney und wird wahrscheinlich mal ein Weltkulturerbe sein. Und da drin, das ist ein Kulturzentrum, da hat es ein Opernhaus, dann eine zweite kleinere Bühne, insgesamt hat es 5 größere und große Aufführungsräume da drin und auch ein Konzertsaal, der sieht so aus. Gut, das ist jetzt natürlich mit Fischei ein bisschen. Nein, das ist eigentlich richtig. Und dieser Saal, der wird gebraucht, aber der ist brauchbar, aber nicht irgendwie in irgendeiner Weise besonders gut brauchbar. Also nicht wie München unbrauchbar, brauchbar. Aber nur um zu erwähnen, so sehen jetzt Konzertsäle aus. Wenn man das vergleicht mit dem musikfreien Saal, ist das natürlich schon eine total andere Welt. Und jetzt, okay, es ist einfach ein Diktat der Architektur heute, die Architekten bestimmen. Architekten sind natürlich visuell ausgerichtete Leute. Eine gute Akustik kann man nicht fotografieren. Also ist das Visuelle, der visuelle Eindruck, es kann natürlich in einer Architekturzeitschrift dargestellt werden und das ist dann der Architekt. Und der Akustiker ist eigentlich oft nur Berater. Und das ist eine absolute Misere, aber nicht durchgehend, denn es gibt ein Beispiel, wie man es machen könnte, kann, sollte. Und das ist interessanterweise... Ach, nein, ich habe jetzt da doch noch was vorher dazwischen. Entschuldigung, das habe ich jetzt irgendwie innerlich fast verdrängt. Das ist diese Elbphilharmonie, die nie fertig wird, von Herzog und Dömeron. Gut, das ist logischerweise keine Foto, weil das ist eine Baustelle noch. Das ist eine Simulation. Also ihr seht, wie hier das Publikum da ist, das Orchester da unten. Von der Decke ein riesiger Reflektor kommt da runter. Wie das dann tönt, es ist bei diesem Saal wie bei allen neuen Sälen vor der Eröffnung. Die Akustik ist fantastisch, bis er dann gebaut und eröffnet wird. Hier, das soll die weltbeste Akustik angeben werden. Es ist auch eigentlich einer der führenden japanischen Akustiker, er heißt Toyota, ist hier verantwortlich. Das war jetzt von mir aus gesehen keine Spitze. Also, und der wird ja nicht fertig, Sie haben das vielleicht verfolgt, kostet schon das 10-fache. Und wieso er nicht fertig wird, so sieht der im Gebäude drin aus, das ist das Gebäude mit dem Konzertsaal, also das ist wie ein Tumor hockt dieser Konzertsaal in diesem Gebäude drin. Und ich habe eigentlich einen der besten deutschen Akustiker, den Professor Müller, ich habe ihn gefragt, ja, was denkst du, wie wird dieser Saal? Und dann hat er gesagt, das ist in München, wie soll der schon werden? Er wird so klingen, wie er aussieht. Okay, also. Jetzt habe ich mit diesem Architekten aus Wüchsen mal, jetzt kann ich abschließen
und kann jetzt etwas Erfreuliches zeigen, und das ist Luzern. Also, was ist das? Gut, das ist Architekt Nouvel, also doch einer der führenden französischen Architekten. Das ist ein Rechtecksaal, der erfüllt sämtliche Bedingungen, die der Musikvereinssaal erfüllt. Ist auch entsprechend gut, wird er beurteilt. Beurteilt wird der Beranek, der Akustiker. Der wird jetzt, glaube ich, dieses Jahr 104, der da diese 100, der auch den Musiksaal Basel entdeckt hat. Dieses Buch ist von ihm, wenn sich jemand für Konzertsäle interessiert. Es ist ziemlich teuer, aber es lohnt sich. Der hat gesagt, der weltbeste neue Konzertsaal. Er hat nicht gesagt, der weltbeste Konzertsaal, der weltbeste neue Konzertsaal. Gut. Und Welzer Möst, der Dirigent, Franz Welzer Möst, hat gesagt, man kann alles machen, was man möchte. Die Pianos sind hörbar, die lautesten Passagen übersteuern den Raum nicht. Es ist immer alles klar. Ich habe keine Wünsche für Änderungen. Ein absolut fantastischer Saal. Und das ist jetzt der neueste von all denen, die ich vorgestellt habe, mit Ausnahme der Elbphilharmonie. Und der sieht so aus. Rechtecksaal hätte im 19. Jahrhundert ungefähr so gebaut werden können. Was hier neu ist, ist dieser Reverberation Chamber. Also das ist so, der hat 17.823 Kubikmeter Inhalt. Plus nochmal 6.000 mit diesen Kammern. Das ist eine ganze Geschichte mit diesen Türen, die man unterschiedlich öffnen kann. Die kann man ankoppeln. Er hat also den Raum innen klein behalten und akustisch nach außen vergrößert. Und das ist ein Beitrag und eine super Idee, muss ich sagen. Also so wird es auch gehen. Und der Saal ist ja wirklich auch erfolgreich. Danach hat 1892 Plätze, also 400 weniger als in Berlin. Der Nachhall ist eben dank diesen Türen variabel. Ich muss ehrlich gestehen, ich war nie drin. Ja, ich habe mich jetzt einfach in der Schweiz nicht mehr groß bewegt. Ich bin jetzt in Wien gewesen die letzten 20 Jahre. Es hat sich einfach nicht ergeben. Ich stütze jetzt, was ich sage, auf das, was mir Leute gesagt haben, deren Urteil ich kenne und einschätzen kann. Unter anderem auch Welzer Möst, der voll begeistert ist. Also so würde es auch gehen. Und das wäre jetzt ein kleiner, versöhnlicher Abschluss. Nur, ich bin noch nicht ganz, ganz am Ende. Ich möchte doch auch ein bisschen noch Elektroakustik reinbringen. Es gibt ja neuerdings auch die Elektroakustik. Und an und für sich könnte man so einen Konzertsaal auch elektroakustisch und nicht baulich akustisch ausgestalten. Das Einzige wäre, dass der Architekt den Raum möglichst absorbierend macht, dass er möglichst keine eigene Akustik hat. Dann kann er ihn ausgestalten, wie er ihn will. Und dann kann man mit Elektroakustik, also bei einer riesigen Anzahl von Lautsprechern, jede Akustik da drin mit Software kreieren und auch verändern. Gemacht worden, und da bin ich im Herbst, dann im September mal, ist das beim neuen Konzertsaal in Shanghai mit einer Wellenfeldsyntheseanlage, wo man also diese Akustik nachbilden kann. Das wäre also ein Weg für die Zukunft, das wäre billiger, da wird einfach die Elektroakustik geplant, eingebaut und dann ist der Rest eine Software-Geschichte, die man ständig anpassen und verändern kann, auch in Richtung Mehrzweckbenutzung. Gut, das ist die Sache. Jetzt kommt aber noch etwas. Wer war schon je in Bayreuth von Ihnen und wie oft? Ja gut, aber ich meine, normalerweise wird jeder von Ihnen mehr Musik via Lautsprecher je gehört haben. Und wer hat schon mal die New Yorker Philharmoniker gehört im Konzert? Also, ja. Also gut. Nein, aber auch nicht so häufig wie vermutlich von Aufnahmen. Und jetzt sitzt man zu Hause und sitzt in einem Raum und der hat auch eine Akustik. Der Wohnraum.
Und die ist natürlich nicht nutzbar. Aber das ist nicht so schlimm, weil die wird von der aufgenommenen Akustik, kann die überschrieben werden. Wohnräume haben immer unter einer Sekunde Nachhall, in der Regel. Und man hat es hier mit Räumen zu tun, die doch deutlich über einer Sekunde Nachhall haben. Also das könnte man vernachlässigbar lassen. Nur, wir haben Stereophonie und wir hören es nur von vorn und diese akustische Umgebung, für die viel Geld ausgegeben wird, über die ich jetzt geredet habe, die ist einfach nicht zu kriegen mit einer Stereoaufnahme. Das ist einfach wie wenn man jetzt von außen in einen Konzertsaal hineinhören würde, Wand rausgebrochen und da draußen steht und einfach das Orchester von vorn hat, also primär ein Direktschall. Und man gibt den Diffusschall schon auch, aber der Diffusschall kommt halt von allen Richtungen und nicht von vorn. Aber das wäre gelöst, das Problem, seit Jahrzehnten mit Surround. Ich komme jetzt mit Surround. Und auf all das, was ich jetzt darüber geredet habe, verzichten Sie alle, indem Sie nur zwei Lautsprecher aufstellen. Und Sie müssen nur noch zwei Lautsprecher dazustellen und Sie hätten das, was die alten Konzertsäle oder auch die neuen ausmacht. Ich kämpfe seit den 80er Jahren und bin keinen Millimeter weiter gekommen, außer bei mir zu Hause, da stimmt die Situation. Und das war jetzt das Schlusswort. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.